So, ich habe es jetzt noch mal probiert mit anderen Einstellungen und jetzt auch mal mit Controller, um einfach mal einen Vergleich zu haben. Ich habe jetzt mal Vollbild eingestellt und letztendlich kann ich jetzt dann auch die Auflösung verändern. Max FPS auf unbegrenzt eingestellt und VSync aus. Ich habe einen FreeSync Monitor, der aber auch G-Sync kompatibel ist, dieser AOC. 32 Zoll VWNF oder irgendwie so heißt der. Steht aber unten in der Beschreibung. Ja, jetzt gucken wir mal, wie das Gameplay, wie die Performance jetzt aussieht. Soweit ich gesehen habe, kann ich jetzt gar nicht da weiterspielen, wo ich vorhin aufgehört habe, glaube ich. Müssen wir von vorne anfangen, wie es aussieht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man jetzt von vorne wieder anfangen muss. Eigenartig. Und kurz zurück. Mehr Spieler, Sammlung, Einstellung. Mehr Spieler ist ja dann nur online, gehe ich mal von aus. Und Koop kann ich online machen oder eben offline. So. In New York waren wir gewesen beim letzten Mal, beim Abstieg. Na gut, gehen wir da hier nochmal rein. Ich habe jetzt auch einen anderen Charakter ausgewählt gehabt. Okay. Also ich habe zumindest für mich sichtbar jetzt hier die FPS-Anzeige von Nvidia, von GeForce Experience. Gut, jetzt in der Zwischensequenz bzw. Ladebildschirm ist jetzt bei 38, 35 FPS, ne? Aber im Spiel gehe ich mal davon aus, deutlich höher. Bunko, I will leave your ass here. Nobody is leaving anybody. They're gonna steamroll the army and then they'll be back. This is our only chance to get out. Not going into the subway. You've heard the stories. We will starve here. The subway is our only chance. We take it to Inwood, get to the evac center, and get the fuck out of New York. Or we die here. I don't like him, but he's right. So, also wie gesagt, jetzt haben wir den Charakter gewechselt und die Performance scheint mir jetzt auch besser zu sein. Im Controller spielt sich sowieso alles ganz anders. Kurz gucken, ob ich hier auch mit der Maus, ja, kann ich auch trotzdem übernehmen. Ja, also wie gesagt, wir hatten jetzt auf Vollbild umgestellt und ansonsten ist eigentlich alles beim Alten. Alles auf Ultra und die QHD-Einstellung haben wir gelassen. Und ich finde zumindest, dass es jetzt besser läuft. Wie gesagt, jetzt versuchen wir es mal mit dem Controller, wie es da spielt. Es schien mir nämlich so, als wäre das Ganze so ein bisschen mehr auf Controller-Steuerung ausgelegt. You hear me? Hey, what's up? I don't see you guys on the roof. We're going for it. Turn the subway to Inwood. Over. Yeah, really? I don't know. Maybe the grunts will wipe them out on the front. Guys? I'm sorry. Schulterblick wechseln, wie kann ich. Okay, mache ich das dann. Eine Schultertaste, also. Eyes open. We gotta hide her. Ja, ich finde, das geht schon tatsächlich ein bisschen einfacher von Hand in diesem Spiel jetzt mit dem Controller. Creeper! Couldn't get him off. Thanks.
da ist alles ein bisschen intuitiver als mit der Maus- und Tastatursteuerung, finde ich zumindest. Creeper. Loading ammo. There's too many. Get to the elevator. Creeper down. Okay, also das scheint zu funktionieren. Oh, shit. Who shot me? Ja, ja, Entschuldigung. Können wir. Son of a. I need bullets. Weiter kann man nicht, Son of a. I'm reloading. God damn it, stop. Bull coming in. Stirb endlich. Yes. Oh, noch Waffenwechsel. Das ist alles so die typische Controllersteuerung. Also da ist es wirklich viel intuitiver. So wie man es gewohnt ist halt. Sneaky Zeke is close. Looks like you could use some help. Okay, jetzt kann ich auch anrollen, das ist alles fehl. Thanks. Viel mehr so, wie man es gewohnt ist. Oh, man kann durch Leute durchlaufen sogar. Das ist nicht mal eine tolle Kollisionsabfrage. Andererseits, im Getümmel. Wir können uns wahrscheinlich an der Stelle im Weg stehen. Wahrscheinlich haben sie es extra gemacht. Dass man durch die Kumpelinnen und Kumpanen durchlaufen kann. Damit man sich da nicht verheddert miteinander quasi. Also gut, man kann auf jeden Fall sagen, auch auf dem PC. Lohnt es sich oder ist es vielleicht sogar fast vorteilhaft, das Ganze auf dem, mit dem Controller zu spielen. Es läuft für mich zumindest alles viel runter. Noch jemand? Stay sharp. We got a creeper. Dann spielen wir uns selbst heilen irgendwie. Und kurz gucken. Hold the elevator. We gotta get out. I'll take what I can get. Okay, ist auch noch Einzelschuss. Reloading. Stay together. Creeper is close. Good enough. Wo ist der Creeper? Creeper. Oh shit, ich dachte. Came out of nowhere. Weiter geht's. Call the elevator. We gotta get out. I hit the button.
stated. Thanks. Jemand Medic. Come on, creep. Was sollte man das da mal machen? Splittergranaten jetzt auch. Maximum. We gotta go. Get in here. Stay quiet. Die FPS stehen bei 110 oder 14. Ja, also ich muss wirklich sagen, dadurch, dass die Maustastatursteuerung wenig konfigurierbar ist, empfehle ich es wirklich, mit dem Controller zu spielen, was ich bisher sagen kann zumindest. Ja, wir haben es gesehen. So, das war eine schwere Runde zumindest. Mal gucken, wie wir jetzt hier mit dem Controller ausrüsten. Kannst du auch lang gedrückt halten einfach. Wow. So, jetzt haben wir es ausgelöst, würde ich mal sagen. Sons of bitches are climbing! Hit them! Heads up! Creeper! We clean them out. The elevator shaft should be safe to get down. Reloading! Scheiße, die Granate würde ich nicht darüber werfen. Ganzen Kletteraffen. Haltet ihr die mal von der Seite her weg, bitte hau ich noch mal Granate her. So, jetzt schaffen wir es scheinbar schon gar nicht mehr hoch. Ne? Können wir die jetzt in alle Seelen holen? Ja. Thanks, man, oder ma'am? Was hat er gerade gesagt? Beleidigen uns. Loading ammo. Okay, da haben wir uns alles aufgefüllt. Weiter geht's. Der mich erschreckt, der ist schwer vergessen, den war ich hier vorhin schon mal gewesen. Kleine Schrecksekunde. We're good. Subway's across and left. I'll take what I can get.
some defenses. Stimmt, das war eine Geschichte. Come to Mama. Stay together. Creeper's close. Geschützte aufbauen, haben also verschiedene Möglichkeiten am Dach. Dacheldraht noch positionieren. Barbed wire for Zeke friends. Und noch irgendwas? Ja, schön, wenn wir auf beiden Seiten was positionieren könnten. Setze Stacheldraht ein und sieh zu, wie die Zombies sich beim Versuch, ihn zu überwinden, in Stücke zu reißen. Da haben wir noch was, Hochspannungsnetz. Okay, wo können wir das? Hier. Ist auf dem Gitter, das macht total Sinn. Gut, dann haben wir zumindest auf beiden Seiten was. Electrified grid in place. Wie, habt ihr jetzt schon Knopf gedrückt oder was? This is gonna be bad. Reloading. I see a creeper. They're climbing. Get some putas. Was mit dem Strom passiert. Loading ammo. Out of ammo. Ich bin ja keine Munition mehr. Wo ist hier mit Aufladen? There's more. Dan, is the street clear to the subway? It ain't gonna get better. Watch yourself down there. Guys, the notorious wackadoo. Thanks. Take care of yourself, Dan. Okay. Out of times. Over. Bis hierhin beende ich mal das Video wieder, weil es wird zu lang und zu viel Datenvolumen zum Hochladen. Also klare Empfehlung. Bis jetzt muss ich sagen, das Ganze im Controller zu spielen. Es geht viel flüssiger von der Hand als mit Maus und Tastatur. Ich meine, sicherlich kann man sich da auch dran gewöhnen nachher, wenn man die Tasten einmal verinnerlicht hat, um welche es da geht, welche das man braucht. Aber wer Controller gewohnt ist und öfters auch mal mit Konsole spielt, der, also dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch die PC-Version mit Controller zu spielen soweit. Also werde ich ab jetzt dann auch so weiterverfolgen, denke ich mal. Ansonsten wünsche ich noch viel Spaß bei allem, was er so tut. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gerne auch mal einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Würde mich freuen auf jeden Fall. Also dann, ciao, ciao.